reden übers Bachel. Wer ist denn dieser fesche Pur? Wer mag Humili und kein Krachel? Ist das Eppa? Ist das Eppa? Der goldene Gamsbart, der bärige Bur, ist das Eppa? Ist das Eppa? Der goldene Gamsbart, der bärige Bur. Der bärige Bur. Der bärige Bur. Der bärige Bur. Im ersten Teil haben wir Andal Gampenrieder kennengelernt. Andal ist hauptberuflich Vertreter für Weißwürstchen. Nebenberuflich aber hoffnungslos in Annelies, die Sekretärin des Bürgermeisters, verliebt. Aufgrund seiner beruflichen Misere sieht sich Andal eines Tages gezwungen, sich an seinem feilgebotenen Hausmacher Weißwurstsenf zu vergreifen, wobei er jedes Mal eine allergische Reaktion durchlebt und sich vorübergehend in den Superhelden der goldene Gamsbart verwandelt. Nachdem er sich grausam an einem Peiniger gerecht hat, beschließt Andal, seine Superfähigkeiten der Marktgemeinde Schliersee ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen. In Windeseile befreit er das gesamte Schlierseer Wandergebiet vom fallengelassenen Unrat und wird daraufhin prompt vom Schlierseer Bürgermeister unter Vertrag genommen. Ah, da hat's ja wieder. Ja, wie ihr seht, bin ich natürlich trotzdem noch als Vertreter für die Firma Grassl tätig, weil für irgendwas muss man ja leben, ne? Ja, wissen Sie, bei anderen ist der Kunde bloß König, aber bei Grassl, wir tranken in der Sänfte. Naja, mit gleichbleibendem Erfolg. Mein Name ist Gampenrieder, Andal Gampenrieder, und ich habe die Lizenz zum Senf verkaufen. Grüß dich, Annelies. Ja, aber Annelies, das kannst du nicht mit mir machen. Ich bin doch ein Mo aus Fleisch und Blut. Na, Andal, ein Mo bist du gewiss nicht. Das ist ein Mo. Naja, und in amoröser Hinsicht hat sich eigentlich auch nicht wirklich was geändert. Andal! Oh meine, der schon wieder. Grüß dich! Wie geht's denn so? Ja, passt schon. Ein schöner Gruß von meinem Spezi, soll ich dir sagen. Dankeschön. Und schöner Gruß zurück. Vierti! Servus, Andal! Geh her, du Saufi, du kriegst den Fotzen! Ja, die Holzhackerbuben. Grüß ihn. Ja, Andal, grüß dich. Du, darf ich Ihnen eine Kostprobe von unserem Hausmacher-Senf anbieten? Der Senf, was eigentlich die Spreisel aus dem Holz haut. Geht der Senf vom Grassl, das ist doch so ein kreiseliger Batz. Bei den kannst du für sauber selber fressen. Ja, also noch. Vierting. Servus. 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 Naja, da bin ich jetzt einmal gespannt, wann der erste anruft. Auf alle Fälle mache ich jetzt erst einmal Feierabend. Und der Bürgermeister, der macht jetzt auch Feierabend. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein.
Todesfall ob Hochzeitsnacht, ein Grasslersimpf wird aufgemacht.